Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Wir sind tief enttäuscht, dass wir dieses Spiel hier ohne Punkt oder dieses Stadion ohne Punkt verlassen müssen. Ich glaube, dass, wenn ich die Statistik jetzt zwar hier anschaue, sehe ich, dass wir überall schlechter waren, aber die Torchancen stehen auch nicht drauf. Das ist natürlich toll, wenn Statistiken gemacht werden, eigentlich ohne Torchancen. Aber das habe ich mich schon ein paar Mal gewundert, aber so ist es halt. Torschüsse, die können ja überall hingehen. Ich glaube, dass meine Mannschaft alles reingeworfen hat, alles gegeben hat. Sie haben 90 Minuten gefightet, sie haben die Arminia vor Probleme gestellt. Wir haben defensiv einen sehr, sehr guten Riegel aufgebaut, immer wieder sie in diese Fallen gelockt, wo wir Balleroberungen erzielen wollten. Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr, sehr gute Umschaltmomente. Wir haben, glaube ich, wüsste jetzt nicht einen größeren Abschluss. Es gab einmal einen Kopfball nach einer Ecke, der vorbeiging in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten haben wir die Aktion nach vorne gehabt. Das Einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen muss, ist, dass wir diese Kontersituationen entweder nicht sauber durchgespielt haben oder wenn wir vor dem Tor waren, dann eben nicht effizient genutzt haben. Zweite Halbzeit kam Arminia ein Tick frischer aus der Kabine. Ja, die ersten 5 Minuten waren auf jeden Fall auf ihrer Seite. Und dann haben wir uns aber mal richtig befreit, haben dann wirklich auch Dampf gemacht, hatten wir den Pfostenschuss. Ja, leider Gottes gehst du damit nicht in Führung. Das ist natürlich auch so ein wichtiger Moment. Ja, wenn du damit in Führung gehst, dann kann so ein Spiel auch nochmal in eine andere Richtung kippen. So ist es nicht. Und dann hat Arminia ihre Qualität gezeigt. Diesen einen Spielzug sensationell perfekt durchgespielt. Der Druck wurde natürlich auch ein bisschen höher dann. Und dann kam sie durch und Fabi hat gezeigt, warum er eben der Top-Torjäger der Liga ist. Wenn er da vorne reinspringt in diesen Ball, das ist schon eine große Klasse und das zeigt auch, ich glaube, dass wir ihn ganz gut eigentlich aus dem Spiel bekommen haben, aber du kriegst ihn halt nicht komplett raus. Und deswegen sind wir jetzt hier, wir sitzen hier als Verlierer und müssen die Heimreise antreten. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie sie hier aufgetreten ist. Ich bin überzeugt, dass wenn sie da dran bleibt, dass wir aus der Situation rauskommen. Danke. Ja, ich kann euch auch ein Kompliment machen. Das ist so, wie du auch gesagt hast, ihr habt uns das Leben unglaublich schwer gemacht, was uns aber vor dem Spiel schon klar war. Diese Mauer musste auch erstmal knacken und ich glaube, dass wir heute nicht so klar waren in der Spielanlage, gerade auch im letzten Drittel, da die Bälle auch vernünftig und gefährlich vors Tor zu bringen oder durchzustecken. Da haben wir schon arge Probleme gehabt und ja, die klaren Torchancen hatte sicherlich wen zu verzeichnen, das muss man so klar sagen. Und wenn der Pfostentreffer reingeht, dann wird's mal richtig eng. Ich glaube, dass uns unsere Wechsel heute auch wieder ganz gut getan haben, kam noch mal ein bisschen Leben rein. Sven Schiplock, ja, nach ganz langer Pause, hat dann auch gerade, was vorne dieses Pressing angeht, sein Laufvermögen mit eingebracht, hat sofort ins Spiel gefunden. Jabo zusammen mit Flo Hart jetzt auf der linken Seite das Tor vorbereitet. Das war schon mal ja, auch wieder absolut erfreulich und ich möchte schon sagen, ganz unverdient ist es nicht, weil wir sicherlich viel dafür gearbeitet haben. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwo gesagt haben, ja, irgendwann machen wir das Tor. Nein, die Mannschaft hat dafür gearbeitet, hat in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schippe draufgelegt. Ein kleines bisschen kann man vielleicht das Beispiel nehmen, Tabellenführer und Tabellenvorletzter. Das Glück auf unserer Seite in solchen Situationen, das ist häufig so. Aber wir haben es auch ein kleines bisschen erzwungen und vor allem auch immer dran geglaubt. Ich drücke euch für die nächsten Wochen die Daumen. Danke.